Als Student Praxiserfahrung sammeln, in einem namhaften Unternehmen Fuß fassen und Geld verdienen. Wie geht das? Ich bin der Lukas Gwandner, bin 22 Jahre alt und arbeite seit August 2019 im Rahmen von StudyWork Support in der Salzburg AG. StudyWork Support heißt, dass man im Rahmen von seinem Vollzeitstudium an der FH Salzburg für 10 Stunden pro Woche in einem von den großen Unternehmen in Salzburg, in meinem Fall die Salzburg AG, arbeiten kann. Ich arbeite im Bereich Digital Technology und bin zuständig im Bereich Smart Metering. Was machst du in deinem Job? Tickets abarbeiten, Besprechungen. Und dann geht es mit dem Arbeitsalter ganz normal los mit Programmieren. An der FH Salzburg studiere ich Informationstechnologie und Systemmanagement. Und das passt halt super zusammen, weil beides technisch orientiert ist und somit geht es mehr oder weniger Hand in Hand. Wie kann ich mitmachen bei StudyWork Support? Das Auswahlverfahren ist so, dass sich die Studierenden direkt bei der FH dafür bewerben, also sprich eine Bewerbung abgeben. Diese Bewerbung wird dann an uns weitergeleitet oder auch an andere Partnerfirmen, die damit kooperieren, sage ich jetzt einmal. Und wir haben dann die Möglichkeit, dass wir uns aus diesem Pool den geeigneten Studierenden aussuchen. Wie viele Stunden arbeite ich im Monat? Das Programm ist so ausgelegt, dass die Studierenden 10 Stunden in der Woche im Unternehmen tätig sind und sozusagen sie werden direkt eingebunden ins Unternehmen. Und sie bekommen eigene Aufgaben, oft natürlich Projekt zugewiesen, wo sie dann mitarbeiten können. Und das lässt sich mit dem Stundenplan super vereinbaren, weil ich freie Zeiteinteilung habe. Das heißt, ich kann es eben genau mit dem Stundenplan anpassen, dass dazu keine Überschneidungen kommen oder sonstiges. Wie sind eigentlich die Kollegen? Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden bei mir im Team. Es sind alle sehr junge Kollegen, was ich habe, die haben einige selber studiert auf der FH Salzburg oder auf der FH in Hagenberg. Von dem her wissen die ja, wie das ist, dass es dabei so stressig sein kann. Man hat halt immer wieder einen praktischen Bezug. Man lernt in der FH sehr viel Theoretisches und es gibt halt immer wieder Sachen, was man mal umsetzen kann, was man schon mal gehört hat. Unser Ziel ist es, dass wir die besten Köpfe in die Salzburg AG bekommen und wir sehen den Vorteil darin, dass wir uns als modernes Vorzeigeunternehmen, als ein digitales Unternehmen, eben repräsentieren können und wir haben dadurch auch die Möglichkeit, dass die Studierenden ihre Kontakte und Netzwerke nutzen können und das natürlich auch weitertragen können. Auf jeden Fall kann ich anderen Studenten das Programm empfehlen, weil man hat schon bis auf immer, wo man schon praktischen Bezug dazu hat, man kann im späteren Verlauf im Studium vielleicht Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten umsetzen und man kann auch immer schon nebenbei arbeiten, Geld verdienen, was als Student sicherlich hilfreich ist. Wie viel verdiene ich bei StudyWork Support im Monat? Für die 10 Stunden in der Woche verdient man 640 Euro im Monat. Und darüber hinaus werden die Studiengebühren von der Firma übernommen, also von uns in dem Fall. Und was es noch gibt, ist einen Wohnkostenzuschuss von 120 Euro im Monat. Spaß macht mir meine Arbeit eigentlich die Vielfältigkeit in der IT. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit in den IT-Bereichen und das taugt mir einfach halt. Die Vielfältigkeit, das macht einfach Spaß. Wenn Sie sich für einen Job bei der Salzburg AG interessieren, bewerben Sie sich unter www.salzburg-ag.at/karriere.